Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Newer Falling Leaf, einem weiteren Newer Hack hier am Montag, extra für euch, passend zur Jahreszeit, weil es ja jetzt auch wieder kälter wird. So viel dazu, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und da starten wir auch schon wunderbar rein. Was ist das hier links? Das sieht auf jeden Fall sass aus. Schauen wir uns bestimmt später nochmal an. Ever Brown Woods. Wiggler Wood 1-1. Rein da. Oh, woher kenne ich die Musik? I don't know. Und wir starten tatsächlich recht herbstlich hier rein. Das ist doch wunderbar. Bisschen rumgehüpft für das ganze Spaß. Ein Riesen-Wiggler. Oh, da war die zweite Starcoin. Ja, easy, gar kein Problem. Das sieht sass aus. Da ist aber tatsächlich nichts weiter. Gehen wir direkt nach hier oben und getten den Checkpoint, auf dem ein Ahornblatt drauf ist. Sehr, sehr schön. Und hier rechts geht es auch schon weiter durch eine Röhre. Ein super freundlicher Wiggler, der uns nur im Weg steht. Und ein Riesen-Wiggler, der uns hilft, hier an ein Item zu kommen. Ganz genau. By the way, guys, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, dann werdet ihr nämlich direkt immer benachrichtigt, sobald ein neues Video veröffentlicht wird. Viel Spaß damit. Da bitte nicht die Pflanze. Oh Gott, da ist eine Pflanze in der Röhre drin. Das ist nicht so schön, meine sehr verehrten. Ah, oh Gott. Jetzt wird's kritisch. So, da wollte ich rein. Und es schießt mich zur dritten Starcoin. Let's go. Dann ab ins Ziel jetzt. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch mehr als gedacht. Ah nein, hier ist schon das Ziel. Wundervoll. Und damit geht's hier rauf auf die Bäume, auf eine Wippe, Brücke oder ähnliches. Und wir schauen uns den Woodfall Canyon an. Okay. Ich wünsche einen angenehmen Tag, Herr Gumberino. Sie sind aber sehr groß heute. Ich bin nur hier, um unter Ihnen durchzulaufen. Wer der Herr Kollege, bitte nicht töten. Doch, nein, doch. Aber Sie sind selber auch nicht tötbar. Ich hoffe, wenn wir durch die Röhre gehen, bleibt nicht alles so riesig. Aber mal schauen. Oh, der ist hier links. Der ist gerade links die ganze Zeit lang gelaufen, also unten. Und jetzt sind wir oben. Und natürlich sehen wir dann noch die Spitze von ihm. Das macht ja Sinn. Dieser Hack wird geisteskrank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin mega gehypt. Ich mag das, wie sich diese Plattform so ein bisschen bewegen. Ich mag es aber nicht, was hier für krasse Sprünge verlangt sind. Okay. Wir müssen einen Fuzzy einfrieren. Und dann mit dem Fuzzy. Okay. Was, Bruder? Oh, wir haben's, wir haben's. Ich wurde getroffen, bin irgendwie trotzdem umgelandet. Das passt so. Wir haben Zeitprobleme? Okay, zweites Starcoin, lauf. Ich wusste nicht, dass das Level so Zeitprobleme hat. Lassen Sie mich Arzt, ich bin's durch. Ich werde sterben. Oh, no. Schade, es geht nicht ganz so gut los im zweiten Level, aber mal schauen. So, und hier geht's weiter, ich glaube. Oh nein, da oben rechts ist die Starcoin. Wir gehen noch nicht hier runter. Wir gehen erstmal hier oben lang, um uns die Starcoin hier zu holen. Wundervoll. Und ab nach hier unten. Ich hoffe, wir treffen wieder auf ein paar Riesengumbas. Ich vermisse sie schon. Sag nicht, hier ist schon das Ziel. Oh, wir haben schon alle drei Starcoins. Oh, das war ein sehr kurzes Level. Aber ist schön. Hier ist die Crystal Swing Cave. Und ich habe eigentlich so gut wie keine Ahnung, was uns erwartet. Ich schätze mal eine Cave. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da sehe ich auch schon die Starcoin. Die schaut mich hier lecker schmeckotastisch an. Hey, beruhigen Sie sich, werte Herr Kristalle. Ich sehe direkt hier an meiner Schulter die zweite Starcoin. Da würde ich schon ganz gerne hinkommen. Hui, zack. Da müssen wir durch eine Röhre hin. Okay, let's go. Hier geht's nicht rein. Wie kommen wir nach da unten? Ich habe keine Ahnung. Wir ballern mal Pau. Nur gebracht hat es mir irgendwie gar nichts. Was ist hier noch? Nur Coins? Ich glaube, wir haben die zweite Starcoin jetzt verpasst. Die, die wir gerade gesehen haben. Ja, hier ist auch schon ein Checkpoint. Ich habe keine Ahnung, warum das Trampolin gerade weggeflogen ist. Das hier sieht auf jeden Fall maximal cursed aus. Aber das soll scheinbar so. Ich lasse das Trampolin jetzt erstmal liegen. Wir gucken uns, was es uns hier noch sonst so erwartet. Man weiß es ja nicht. Das da unten sieht sass aus. Ey, habt ihr gesehen? Das war so ein Mini-Strich. Oh mein Gott, das war nearly unsichtbar. Ich hätte jetzt auch sterben können tatsächlich. Wäre nicht schön gewesen. Aber natürlich die dritte Starcoin in unserer Tasche. Die zweite müssen wir gleich nochmal gucken. Oh, hier oben gibt es einen wunderbaren P-Schalter, damit wir hier durch können. Hier gibt es gar nichts? Nö.
Boah, schaut euch den Hintergrund an. Das sieht ja todeskrass aus. Hier ist das Ziel. Du hattest der Hack kurz. Aber dann gucken wir noch ganz kurz, wo die zweite Starcoin war. Und scheinbar auch der Secret Exit? Ich bin maximal verwirrt. Okay. Oh, hier. Ah, okay. Ja, hätte man drauf kommen können, weil das schon so eine Mulde war. Ist nicht schlimm. Ist ja auch der Secret Exit gleich. Also abgesehen von den blauen Blünzen. Und wir kommen natürlich auch hier raus. Legit, ich musste es googeln. Man kann hier oben nach links. Zumindest, wenn man das Trampolin richtig platziert. Und dann befindet sich hier ziemlich mies versteckt der Secret Exit. Let's go! Dieser Secret Exit führt zum Seaside Boo House. Und das fängt mit krasser Musik an und hört sich actually spooky an. Ja, Entschuldigung, machen wir weiter. Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich die folgende Mimik mache. Digga, läuft bei dir. Sheesh, papatastisch, Geringverdiener, Mittwoch. Haha, ihr seid unsterblich. Du bist eine sehr geschenkte Starcoin. Und ihr seid nicht ganz so nette Blöcke. Juhu, soll uns aber nicht weiter auf. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt spannend. Okay, Checkpoint direkt. Das ist auf jeden Fall wieder ein kürzeres Level. Das hier unten sieht mehr als sass aus. Da schauen wir doch mal rein. Oh nein. Oh, da wird irgendwo die Starcoin sein. Ja, ich hab sie. Let's go. Bei sowas treffe ich normalerweise nie. Deswegen bin ich schon etwas verwundert, hier jetzt so krass performt zu haben. Jo, und da ist der Tod, Guys. Ist es nicht wunderschön? Es macht so Spaß. Sass. So, und diesmal schaffen wir den Sprung natürlich auch. Das ist das. Hui! Was ist das denn? Warum ist denn das so ein Schmutz? Hier muss was sein. Die Starcoin. Die Pfeile waren sass. Ich sag's wie es ist. Traut in Geisterhäusern nicht den Pfeilen. Schaut euch immer lieber 100 Mal um. Was das? Bitte. Alles klar. Macht halt noch irgendwelches Hardcore rumgejumpy hier. Let's go. One-Up haben wir nötig. Direkt mitgenommen. Ich hab gar keinen Bock mehr. Burning Bush. Welt 1, 4 und es ist wirklich burning. Oh mein Gott, sieht das Feuer krass aus. Okay, dich habe ich gar nicht gesehen. Lost? I'm still alive. Okay, Eisblume, jetzt wird hier aufgeräumt. Wir können... Nein. Halt, Job. Wir können Feuer löschen? Ich komme mir vor wie Feuerwehrmann Sam, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir können kein Feuer mehr löschen. Weißt du, und der zündet hier auch noch rum, weißt du? So, steppen wir durch die Röhre. Checkpoint, hoho. Hier links gibt es nichts. Schade. Dafür hier eine weitere leckere Eisblume. Mit der wir hier den ein oder anderen Fireball. Ihr wisst, was ich meine, ausschalten können. Ich nehme den Treffer in Kauf. Hier unten muss es einen Starcoin geben. Das ist... Nein, warum? Ho. Heute ist auf jeden Fall Part der Fails. Das hier alles macht, gell? Wie? Bitte sag mir, wie? Gib mir doch eine Betriebsanleitung, bitte! Oh, ein Pilz! Ein Pilz! Den schreibt man mit P! Let's go! Das sieht nach Starcoin aus. Ganz genau. Und dann nimmt man auch mal gerne einen Treffer in Kauf. Okay, die zwei sind down. Wunderbar. Das macht mich wieder zu glücklich. Wie gut das Ganze hier läuft. Das ist ja wunderbar. It's me Mario. Hellos End. Schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, Guys. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo, wenn euch das Ganze gefallen hat. Würde mich wie immer mega freuen. Schaltet nächste Woche Montag wieder ein. Bis dann. Ciao, Leute.